Also wir kommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag und es sind Ferien demnächst auch im Bundestag. Das heißt parlamentarische sitzungsfreie Woche, aber das bedeutet nicht, dass nicht gearbeitet wird. Und so ist es. Es wird natürlich weitergearbeitet hinter den Kulissen in den Ministerien. Und heute habe ich eingeladen die Staatssekretärin für Digitales und Verkehr im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Daniela Kluckert, Bundestagsabgeordnete aus Berlin. Herzlich willkommen. Guten Abend. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da waren Sie noch nicht Staatssekretärin, aber auf dem Sprung auf diese Ebene. Und jetzt sind Sie Staatssekretärin für Digitales. Da habe ich mich gefragt, was frage ich Sie denn bloß? Was ist denn das? Digitales habe ich immer so mit meinem Handy und mit meinem Computer. Was machen Sie den ganzen Tag? Stellen Sie die Eisenbahn um, die Bundesbahn auf Digitales oder beschäftigen Sie sich mit KI, die Ihnen schlaue Antworten gibt? Ja, alles ein bisschen, würde ich sagen, von allem ein bisschen. Also wir sind das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Sie haben es richtig gesagt. Und wir haben sozusagen als Ministerium die Überverantwortung für die Digitalisierung unseres Landes. Also wenn es nicht klappt, machen wir Sie verantwortlich? Na, nicht ganz. In einigen Bereichen ja, in jedem Fall, aber nicht in allen Bereichen. Wir haben im letzten Jahr, im Oktober, die Digitalstrategie der Bundesregierung verabschiedet. Und dort haben wir, die Punkte aufgezeigt, die jedes Ministerium für sich auch erledigen muss, damit es in Deutschland mit der Digitalisierung vorangeht. Also ich sage mal Digitalisierung des Gesundheitswesens, Digitalisierung der Verwaltung, aber natürlich auch viele Projekte, die uns ganz konkret betreffen. Und da haben Sie so den Oberhut auf? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Wir haben auch eine Koordinierungsfunktion natürlich, aber wir haben den Oberhut auf. Und haben auch einen Monitoring-Prozess aufgesetzt, damit auch natürlich klar ist, was haben wir erreicht, wo müssen wir noch nacharbeiten. Und wir haben drei große Ziele uns gesetzt. Das sind die Projekte, die wir vor die Klammer gesetzt haben. Wir haben gesagt, das sind die Hebelprojekte, also die Projekte, die wir unbedingt brauchen, damit Deutschland bei der Digitalisierung vorankommt. Und da haben wir natürlich ein Hauptaugenmerk. Die erzählen Sie doch mal. Gehört dazu auch KI? Bei KI gibt es Leute, so wie mich, die sagen, oh, das weiß ich nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Und dann gibt es Leute, das ist die Zukunft, sagen die. Was sagen Sie denn als Fachfrau? Sie sind Volkswirtin, nicht? Ich bin Volkswirtin, ja. Haus aus. Das heißt, Sie müssen schon vom Fachwesen her das begreifen. Ja, also KI ist auf jeden Fall eine neue Technologie, die sehr vielversprechend ist. Sie kann uns in sehr, sehr vielen Bereichen das Leben erleichtern. Und es ist ja nicht die Frage, ob wir KI mögen oder nicht, sondern die Sache ist, KI wird kommen. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns darauf einstellen. Und zweitens, wenn wir natürlich auch schauen, ob unsere Regelungen angepasst werden müssen, ob wir da neue Regelungen brauchen und dann am besten auch mitmachen, mitgestalten, damit die KI dann auch von hier entwickelt wird und sozusagen wir nicht von anderen Ländern die übernehmen müssen. Und ich persönlich, ich freue mich über diese neue Technologie, weil die eben ganz viele Chancen auch hervorbringt. Ja, Sie freuen sich, aber ich bin ein bisschen ängstlich, wenn ich sehe, welche Bilder da plötzlich kreiert werden über KI. Da liegt Herr Trump am Boden und Herr Scholz gibt irgendjemandem Bösen ein Küsschen. Das ist ja alles Fake. Das ist Fake. Das ist teilweise Deepfake sogar. Es ist in jedem Fall Fake. Und deswegen ist es wichtig, dass wir vor allem auch darauf achten, dass die Menschen in der Lage sind, das zu erkennen. Ja, wie denn? Das kann man auf der einen Seite mit Programmen, aber auf der anderen Seite auch natürlich durch Bildung, dass allen Bürgerinnen und Bürgern klar ist, nicht alles, was ich sehe, entspricht auch der Wahrheit. Also einmal zu hinterfragen, ist es zum Beispiel, macht es Sinn, dass jetzt der Bundeskanzler Scholz das und das sagt? Also ist das logisch aus dem, was ich aus der Vergangenheit über ihn erfahren habe, ja? Oder macht es Sinn, dass Donald Trump da mit einem Hund am Boden liegt oder dergleichen? Also macht das, also einfach die Dinge kritisch hinterfragen. Das, was bisher nur nötig war in Form von Texten, also bei Texten war das ja schon immer nötig zu hinterfragen, stimmt das, was da aufgeschrieben worden ist? Also nicht alles, was ich irgendwo lese, kann ich als bare Münze nehmen, kann ich sozusagen unhinterfragt übernehmen, muss ich jetzt auch mit Bildern machen. Und das birgt natürlich Gefahren, kann man auch nicht kleinreden. Aber KI ist da und es hilft uns jetzt überhaupt nicht, das wegwünschen zu wollen, sondern wir müssen damit lernen, umzugehen. Ja, aber ich bin skeptisch. Ich sage immer, es muss doch vorher eine Staatsaufgabe sein, wenn nicht sogar eine Staatspflicht sein, das vorher zu verhindern. Man liest ja auch, man hat die freiwillige Selbstkontrolle bei Filmen, sagt er, ab 16 darfst du das rein.
das weiß ich das. Und wenn du 14 bist, versuchst du da trotzdem reinzukommen. Müsste man nicht auch so eine Schranke aufbauen bei KI, die sagt, es kann nicht erstmal alles ins Netz gestellt werden und dann appelliere ich an den Bürger, selbst zu entscheiden, ob das stimmt oder nicht stimmt. Dazu ist der Bürger überfordert. Das wird doch nicht funktionieren. Einmal nein. Also so etwas brauchen wir nicht. Das würde auch nicht funktionieren. Also so funktioniert das Internet nicht. Und es wäre auch nicht richtig, weil es Zensur ist. Und das, ich möchte jetzt keine Behörde in Deutschland, die bestimmt, was ins Internet gestellt wird oder nicht. Das ist mit der Meinungsfreiheit überhaupt nicht so abzudecken. Sondern es ist Aufgabe eines jeden Einzelnen, hier auch zu überprüfen und die Dinge, die man aufnimmt, auch zu hinterfragen. Nichtsdestotrotz gibt es Regelungen. Und die sind natürlich jetzt auch, gerade auf europäischer Ebene, arbeiten wir sehr stark an einer KI-Verordnung, die dem allen auch Grenzen gibt und die auch die KI offenlegt. Ja, also das ist die Antwort auf meine Frage. Und so weiter und so fort. Es wird daran gearbeitet, ja, dass Grenzen gezogen werden. Ohne Grenzen, dass es gezogen zur Zensur... Genau. Zensur ist etwas Administratives. Ja. Du darfst nicht und das muss weg. Ja, aber es geht vor allem darum, für was darf KI verwendet werden und wie müssen die Algorithmen offengelegt werden und dergleichen. Nichtsdestotrotz wird es diese Fake-Geschichten, die Sie gerade eben angesprochen haben, weitergeben. Weil das ist ja nicht etwas, was jetzt... Also es ist ja nicht legal, in einem Sinne die Bilder von Bundeskanzler Scholz nachzuahmen oder zu verfälschen. Das ist schon jetzt nicht erlaubt. Da gibt es ja jetzt schon. Nicht? Manchmal ja, weiß ich auch nicht, ob diese Bilder echt sind. Das ist ja jetzt schon nicht erlaubt. Ne? Denken wir an Ukraine, ob die Bilder echt sind oder nicht, genau, wissen wir nicht. Genau, das sind, also es gibt da natürlich schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Bilder echt sind, wenn sie sich einfach häufen und natürlich auch bestimmte Quellen vor Ort sind und die Authentizität dann auch bescheinigen. Also KI, große Zukunftshoffnung für viele, kann gut werden, wird auch gut. Und das, was denn schief geht, gibt es auch jetzt, was schief geht. Eben, es gibt, so ist es. Ja, so es ist gibt es. Nichts, was 100% perfekt ist. Aber die große Chance liegt eben in der KI. Das wollen wir wahren. Kommen wir mal zu den Essentials zurück, von denen Sie gesprochen haben. Digitales, womit beschäftigen Sie sich denn hauptsächlich? Was muss denn in Deutschland digitalisiert werden? Blöde Frage, ich vermute mal alles. Alles muss digitalisiert werden. Ich habe den Wagen vor mir im Gericht, wo der denn zieht. Ja. Alles muss digitalisiert werden. Und es gibt unheimlich viele Sachen, in denen wir einfach in den letzten Jahren sehr, sehr viel verschlafen haben. Und das muss aufgeholt werden. Was haben wir denn verschlafen und warum haben wir denn? Naja, also zum Beispiel in der Verwaltung ist es so, erstmal meiner Erkenntnis ist es auch so, dass da die Köpfe manchmal nicht die richtigen waren, ja, die das einfach nicht als Notwendigkeit betrachtet haben, dass wirklich digitalisiert wird. Also vielleicht ist es auch eine Generationsfrage. Nach meinem Verständnis ist es jetzt tatsächlich so, dass die Bundesregierung da auch einen ganz anderen Zugang zu der Notwendigkeit der Digitalisierung hat. Also es wurde einfach wirklich nicht digitalisiert. Die zweite Sache ist, dass wir daran arbeiten müssen, dass nicht jeder seinen eigenen Hut aufsetzt in der Digitalisierung. Also dass es nicht immer für jede Kommune eine einzelne Sonderanfertigung gibt, sondern dass wir eben einfach mal ein System auch über viele... Oder dass die Polizeinetze nicht kompatibel sind. Ja, sowas. Also das geht eben nicht. Und dann sind aber bestimmte Grundfertigkeiten auch noch nicht hier. Also ich sag mal, unser digitales Netz, die Infrastruktur, ist noch nicht ausreichend. Daran sitzen wir als Ministerium natürlich sehr hart, dass wir hier deutlich vorankommen. Da haben wir neben der Digitalstrategie auch noch die Gigabit-Strategie, die hier unser Land vorantreiben. Müssen wir mal erklären. Also die Digitalstrategie, die sagt, das hatte ich ja vorhin angedeutet, wir haben drei Hebelprojekte. Das eine ist die Konnektivität, also die digitale Infrastruktur, dass sich bis 2030 wirklich maßgeblich verbessert. Dass das alles passt miteinander. Ja, und vor allem... Heißt das Konnektivität? Nee, das Konnektivität, das in dem Fall, dass wir das Netz, also das Glasfaser ausgebaut wird und dass wir in dem Mobilfunk besseres Mobilfunknetz haben. Diese Sachen, dann haben wir die digitale Identität, also dass sie sich digital ausweisen können, dass das eben besser funktioniert, als das momentan ist. Momentan nutzen das ja wenige, das hat was mit sehr komplexen Strukturen zu tun und auch damit, dass es noch viel zu wenig Anwendungen gibt. Und das dritte sind so Standards. Das ist dann schon ein bisschen was für Feinschmecker. Also, dass es offene Standards, Kompatibilität gibt und dergleichen. Und daran arbeiten wir sehr hart, das auch umzusetzen. Ich habe mir gerade überlegt, als Sie in das Ministerium kamen oder als Sie einen Anruf bekamen, ja, wollen Sie jetzt die Ministerin werden für Digitales,
Haben Sie da nicht gefragt, für was? Nein. Also der Anruf kam von Volker Wissing. Das weiß ich natürlich noch sehr genau, wie das war. Und er hat gefragt, ob ich seine Staatssekretärin werden möchte. Und da habe ich natürlich gleich sehr gerne Ja gesagt. Da musste ich nicht überlegen. Und dann sind wir an die Themenaufteilung gegangen. Es ist ein sehr großes Ministerium, haben sehr, sehr viele Aufgaben, einen sehr großen Etat. Und wir sind drei parlamentarische Staatssekretäre und haben dann die Themen aufgeteilt. Und da hat Volker Wissing auch ein bisschen mitgemacht und hat gesagt, es würde gut zu mir passen, den ganzen Digitalisierungsbereich. Ich mache ja noch anderes. Ich bin Beauftragte für Ladeinfrastruktur, mache viel Elektromobilität. Ich habe noch die Seeschifffahrt. Die Seeschifffahrt ist auch bei mir. Ganz, ganz toller Bereich. Nein, da wusste ich schon, was auf mich zukommt. Ich habe ja vorher auch schon viel Digitalisierung gemacht. Ja, wenn ich jetzt dann denke, Glasfaser werden gelegt, nicht sind gelegt. Das heißt, warum sind wir denn so spät? In manchen Ländern der Erde hat man auf Deutschland geguckt und hat immer gefragt, warum macht ihr das denn nicht? Ja, also wir holen jetzt gerade auf und wir sind wirklich, in der Vergangenheit war es so, dass wir auch sehr lange auf nur den Markt gesetzt haben. Das ist eine Sache, es wurde viel zu spät auch angefangen zu fördern. Also die Bereiche, die sich auch nicht rentieren, dass hier auch der Staat mit der Förderung reingeht, das ist die eine Sache. Und dann wurde irgendwann mal, schon vor sehr langer Zeit, eine folgenschwere Entscheidung getroffen, unter CDU auch, unter CDU-Führung, dass man hier weiter auf die Kupferkabel setzt und eben keinen Austausch zur Glasfaser nimmt. Das war verkehrt und darüber machen wir jetzt eine kleine Werbe- und Denkpause und jetzt können Sie zu Hause mal schimpfen über die böse CDU-Regierung, die das falsche Pferd gesetzt hat. Ich habe das übrigens auch nie verstanden, weil die Fachleute dann immer gesagt, was soll denn das? Glasfaser ist doch die Zukunft. Ja, so ist es, ja. Aber darüber können Sie uns gleich mehr erzählen. Wir machen eine kurze Werbepause, dann sind wir wieder da mit Daniela Kluckert. Sie ist Staatssekretärin für Digitales und Verkehr im gleichnamigen Ministerium unter Volker Wissing von der FDP. Und Sie gehören auch der FDP an. Selbstverständlich. Ja, und zwar in Berlin. So ist es. Ja, bis gleich, bleiben Sie dran. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag und heute mit Daniela Kluckert, sie ist Staatssekretärin im Verkehr, im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Und natürlich gehört für Digitales auch, was zu Hause passiert. Also denke ich mal an das GEG oder das Heizungsraus, Heizungsreingesetz. Gab riesen Ärger oder gibt es noch? Was ist denn da Ihr Bericht? Was kann man denn da machen? Die Heizungen, die neu eingebaut werden, werden die digital gesteuert oder braucht man einen Gesamtwerbeplan, der digital gesteuert? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, also erst einmal ist es so, dass wir natürlich im Wärmebereich, im Energie-, im Gebäudebereich etwas tun müssen für den Klimaschutz. Wir haben uns den Pariser Klimaschutzzielen, zu diesen Zielen committed und müssen hier etwas tun, um die CO2-Emissionen in dem Bereich deutlich nach unten zu bringen. Und dafür... Das heißt, die alten Heizungen müssen raus. Irgendwann müssen die alten Heizungen raus. Die müssen, mal sowieso, ganz ehrlich. Die müssen ja sowieso irgendwann raus, weil sie irgendwann kaputt sind. Jede Heizung hat nur eine bestimmte Lebensdauer. Und jetzt ist es natürlich so, dass in der Ampelkoalition da auch unterschiedliche Vorstellungen sind davon, was wir hier wie... in welchem Horizont, mit welcher Belastung der Bürgerinnen und Bürger da vorankommen. Und unser Pepitium ist dabei immer, dass man nicht nur die Leute mitnehmen muss und irgendwas gut erklären muss, sondern dass es eben auch darum geht, auf der einen Seite Klimaschutz ja, aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht die Überlastung und Überforderung der Gesellschaft. Und dieses Thema betrifft nun wirklich jeden, weil jeder in Deutschland hat eine Heizung. Und entweder er zahlt es dann selbst, weil er Hauseigentümer, Wohnungseigentümer ist oder eben... Na, irgendwie zahlen wir alle für die Heizung. Genau. Egal über welchen Weg. Und wir haben am Anfang einen Gesetzentwurf gesehen, der unserer Meinung nach überhaupt nicht zustimmungsfähig war. Also der sozusagen in keinster Weise dafür gesorgt hätte, dass das eine Leistbarkeit der Bürger... Der Entwurf stammte aus dem grünen Haus von Herrn Habeck. Aus dem Wirtschaftsministerium, ganz genau. Und wir haben diesen Entwurf auf den Kopf gestellt und befinden uns jetzt im Endspurt des Gesetzgebungsprozesses. Aber es gab doch letzte Woche oder vorletzte Woche, es ist ja jetzt schon vorletzte Woche eine Einigung. Genau, das waren dann die Leitplanken und die mussten natürlich noch umgesetzt werden in ein Gesetz, in einen Gesetzgebungsprozess. Wir hatten jetzt heute im Bundestag die Anhörung
und ja, werden jetzt sozusagen weiter diese Schritte gehen. Wichtig ist, dass erst einmal niemand seine Heizung zu irgendeinem bestimmten Datum entsorgen muss oder ähnliches, sondern dass es darum geht, wie wir den Austausch, wenn dann die Heizungen kaputt sind, vollziehen. Und hier müssen wir natürlich auf die Klimaneutralität irgendwann kommen. Und da aber auch das mit Mehrkosten verbunden ist, haben wir auch ein großzügig aufgelegtes Förderprogramm, das beispielsweise bis zu 70% gefördert werden kann, wenn wirklich ein geringes Einkommen. Also das heißt, wenn Sie eine neue Heizung einbauen und die alte rausschmeißen und es kostet 10.000 Euro, dann kriege ich 70% gleich 7.000 vom Staat zurück. Wenn Sie ein geringes Einkommen haben. Also erstmal bis 40.000, also das ist, bis 30% sind erstmal alle förderfähig und dann wird das aufgestockt, wenn man sozusagen wirklich geringes Einkommen hat. Es gibt auch noch bestimmte Härtefallregelungen, da muss man dann ganz andere. Aber wie uns war wichtig, dass wir hier eine sozialverträgliche Lösung auch hinbekommen, die dann auch dazu führt, dass das leistbar ist für die Menschen in dem Land, aber natürlich auch den Staat nicht überfordert, weil am Ende des Tages kann jeder Euro, den wir haben, auch nur einmal ausgegeben werden und muss auch erwirtschaftet werden. Deswegen ist es ja so, dass wir auch diese Woche noch im Kabinett haben, den Haushalt, und dass wir auch hier schauen müssen, dass wir Schuldenbremse einhalten, damit wir auch generationsübergreifend einen soliden Haushalt haben, der dann nicht die nächsten Generationen belastet. Und kurzer Einschub, der Haushalt wird noch nicht diese Woche beschlossen, sondern erst am 1. Dezember. Also da ist noch Zeit, die ganze Sommerpause, die da sich anschließt. Die wird daran noch gearbeitet, genau. Ab 4. Juli, glaube ich, also in ein paar Tagen, beginnt die parlamentarische Sommerpause und dann kommen, wie üblich, die Sommergewitter. Und dann wird das alles nochmal zerpflückt. Ich will nochmal auf einen anderen Punkt gehen, der auch in Ihren Bereich fällt, digital ist. Alle wollen Elektroauto haben demnächst und müssen sogar, weil nämlich der Verbrenner ausläuft, der wird nicht mehr gebaut. Und da frage ich mich immer, wo kommen denn die ganzen Ladesäulen her? Das ist Ihr Gebiet. Ja, das ist mein Gebiet. Ja. Ich bin tatsächlich. Kann ich Sie anschreiben und Sie, Frau Kluckert, sagen, wo ist meine Ladesäule? Ja, ich meine, Sie können mich immer gerne ansprechen. Ich bin natürlich auch Abgeordnete und auch für jedermann und jeden Bürger und jede Bürgerin ansprechbar. Aber wir können natürlich nur die großen Leitplanken machen. Und wir haben einige sehr wichtige Themen identifiziert mit unserem Masterplan Ladeinfrastruktur. Da geht es ins wirklich ganz Kleinteilige, wie das mit den Kommunen ist, wie das mit den Netzanschlüssen ist. Die sind häufig ein Nadelöhr. Wie wird das mit den Flächen besser hinbekommen? Also welche Sachen sind da ganz konkret mit einer Arbeitsgruppe, die über verschiedene Ministerien hinweg arbeitet, werden jetzt diese verschiedenen Punkte ganz konkret abgearbeitet. So, das heißt, das eine ist dieser Masterplan, der dafür sorgen soll, dass es einfach einfacher wird, auch für die Kommunen vor Ort, weil die müssen am Ende die Ladeinfrastruktur bauen. Also wir als Ministerium können das nicht machen, das soll der Markt machen, aber die Kommunen sind dann natürlich dafür zuständig, hier die Flächen zur Verfügung stellen, alles mögliche. Aber Sie können die Regel aufstellen. Genau. Wo darf ich denn überhaupt solche Ladesäulen hinstellen? Dürfen Sie im Prinzip überall. Auch auf dem Parkplatz von Aldi, der steht nachts leer. Genau, das ist eine sehr gute Frage. Gut, dass Sie das ansprechen. Zum Beispiel dürfen diese Parkplätze nachts nicht benutzt werden aus Lärmgründen. Aus Lärmgründen für die Anwohner. Muss man natürlich gucken, sind die Regeln noch praktikabel? Müssen wir Veränderungen machen? An so welchen Dingen arbeiten wir? Ich wollte aber noch eine Sache sagen, zwei Sachen eigentlich. Ja. Woran wir arbeiten, ist ein Schnellladenetz über Deutschland zu verteilen. Das ist das Deutschlandnetz. Das besteht aus 800 Hubs, Ladehubs, die in Regionalbereichen in Deutschland verteilt werden. Hub ist sowas wie eine Multisteckdose. Nee, wo man einfach schnell ladet, wo man sein Auto sehr schnell laden kann. Aber viele gleichzeitig. Genau, Hubs, also genau mehrere Ladepunkte. Und auch an den unbewirtschafteten Rastflächen, da bauen wir auch selbst sozusagen als Autobahngesellschaft, die baut da selbst die Schnellladesysteme, weil wir natürlich zuständig sind für die große Verteilung. Wir sind jetzt nicht für die einzelnen Kommunen zuständig, aber für die große Verteilung. Das heißt, wir haben diesen Masterplan mit den Regelungen einerseits und das Schnellladenetz andererseits.
Dann wollte ich aber noch ein drittes sagen. Wir haben ja als FDP auch umgesetzt und durchgesetzt, dass wir in Brüssel hier auch eine Öffnung haben für den Verbrenner aus 2030, weil wir glauben, ich glaube das auch persönlich, es darf nicht darum gehen, eine Technologie jetzt auszuschließen, sondern es muss darum gehen, dass wir klimaneutral werden. Und wenn wir mit E-Fuels Autos tanken können, E-Fuels sind diese klimaneutralen Kraftstoffe, dann ist das genauso gut wie ein Elektroauto und das muss eben auch möglich sein. Ja, aber mein Verbrenner macht dann eben den Krach auf dem Parkplatz. Das macht das E-Auto nicht. Genau, und dann deswegen könnte man ja sagen, das E-Auto darf auf dem Parkplatz und der Verbrenner nicht nachts. Was mich so als totalen Laien beschäftigt ist, angenommen, die Parkflächen werden freigegeben, ich kann da ran. Ja. Und ich stelle mein Auto abends, wenn ich nach Hause komme, um 7 Uhr, stecke das rein. Ja. Und dann gehe ich schlafen und morgens um 8 Uhr hole ich es wieder. Aber der ist nach 2 Stunden vollgeladen und blockiert die restlichen 6 Stunden in der Nacht die Ladesäule. Ja. Das darf doch eigentlich nicht sein. Das ist doch Unsinn. Ja, man muss halt natürlich auch die Realitäten von den Menschen beachten. Also die Menschen sind so, wie sie sind. Die kann man jetzt nicht ändern. Und die haben natürlich auch keine Lust. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben da irgendwie 2 Kinder im Schlauchdau, schleppen mir die Treppe auf. Auf dem Rucksack haben sie noch die Wasserkiste so ungefähr oder die Gurken fürs Abendbrot. Und dann müssen sie nach 3 Stunden noch mal runter und das Auto wegfahren. Um 2 Uhr nachts. Um 2 Uhr nachts hat natürlich auch keiner Lust zu. Deswegen, aber man kann sowas mit Preismodellen zum Beispiel auch anpassen, dass man sagt, dann kostet es halt eine Bereitstellungsgebühr, dann sind die Leute eher bereit, nochmal ihr Auto wegzufahren, könnte man machen. Kann ganz viele Sachen sich auch überlegen. Insbesondere brauchen wir aber auch mehr Ladesäulen. Und wir werden jetzt auch erleben, dass es auch noch unterschiedliche Möglichkeiten des Ladens auch gibt. Nicht nur das an der Straße, beim Arbeitsplatz, in Parkhäusern, wo man vielleicht in dem man einkaufen geht und so. Also es wird jetzt auch viel kommen. Es kommt jetzt auch so ein Hochlauf, sage ich mal. Man sieht ja auch immer mehr E-Autos auf der Straße und dementsprechend wird es auch mehr Ladesäulen geben. Aber wir brauchen auch noch mehr Ladesäulen, damit dieses Problem eben auch nicht so groß ist. Das heißt, das nächste Mal, wenn Sie hier sind und zu uns wiederkommen, dann bringen Sie große Deutschlandkarte mit und dann machen wir eine Lichterschau. Überall blinken kleine Lämpchen und da haben Sie Ladesäulen hingestellt. Wenn das Deutschlandnetz dann fertig ist, dann können wir das machen, na klar. Ja, also wenn ich denn mein Auto danach stehen lassen kann oder man hat eine intelligente Lösung, ja, aber es fährt ja niemand weg, es sei denn, es ist autonom, aber da brauchen wir noch ein paar Jahrzehnte, um das zu machen. Also es ist nicht so einfach wie gedacht. Nein, es ist nicht so einfach. Aber wir sind dabei, wir haben jetzt 88.000 öffentliche Ladepunkte auch, das ist Ladestation, das ist richtig viel. Haben da auch jetzt im letzten Jahr ist noch mal richtig viel dazugekommen. Das sind gute Zahlen. Jetzt geht es vor allem darum, das Netz zu ertüchtigen, also das Stromnetz dafür bereitzustellen, dass das dann eben auch funktioniert. Und auf der anderen Seite müssen die Flächen insbesondere in Städten auch zur Verfügung gestellt werden. Dass es funktioniert, da will ich mal einhaken. Das heißt, wenn alle zur gleichen Zeit ihr Auto abends um 7 Uhr in die Steckdose stellen, dann gibt es einen Burnout, einen Blackout. Das passiert ja nicht. Also das passiert nicht. Wir sind da eng mit der Bundesnetzagentur auch in Kontakt, dass man hier auch, wir haben jetzt nochmal da auch gesetzliche Regelungen, dass die Bundesnetzagentur bei so welchen Sachen auch eingreifen könnte. Wichtig ist da natürlich auch, dass man kommuniziert mit den Nutzern, dass man dann sagt, naja, also jetzt wird dein Auto vielleicht ein bisschen langsamer geladen. Und dann hast du morgen nur 80% statt 100%. Meistens braucht man auch nicht mehr. Also da gibt es auch mit der Digitalisierung, gemeinsam mit der Digitalisierung kann da auch sehr viel, sehr smart gelöst werden. Fahren Sie schon ein Elektroauto? Ja, selbstverständlich. Ja? Ja. Und haben Sie immer eine freie Zapfsäule? Ja, ich kann natürlich bei der Arbeit auch laden. Und aber ich bin mit jedem, wie jeder andere auch, mit den Herausforderungen sozusagen. Also sehr praxisnah. Daniela Kluckert, Staatssekretärin für Digitales und Verkehr im gleichnamigen Ministerium, kümmert sich um die Zapfsäule, ist nur eines der vielen Gebiete, um die sie sich kümmern, auch um die Seeschifffahrt, darüber haben wir nicht geredet, aber das nächste Mal, wenn wir da sind, reden wir über Seeschifffahrt, das finde ich nämlich ganz toll. Was kann man denn da digitalisieren? Fahren die Fische, die Schiffe demnächst automatisch über die Weltmeere? Zum Beispiel. Ja, oder erzählen Sie uns das letzte Mal. Das nächste Mal. Für heute sind wir leider am Ende der Sendung und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Sie müssen jetzt wieder ins Ministerium, nämlich morgen früh. Und dann viel Spaß und dann geht es in die Ferien. Sind ja auch dann parlamentarische Sommerpause.
Danach, ja. Die nutzen Sie auch, 2 Wochen höchstens, oder? Ja, so ungefähr, genau. Ja. So ungefähr. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Und ich bedanke mich heute mal ausdrücklich bei unserer Regie, bei Harun Yigit, der das immer wunderbar hier macht, dass es funktioniert. Und deswegen großes Dank an die Regie. Schöne Ferien sollten Sie jetzt schon packen und auf bereit sein, loszufahren. In Berlin dauert es ja noch eine Woche. Dann gute Reise, schöne Ferien. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Montag wieder, wie immer, 2015 aus dem Bundestag auf TV Berlin. Danke für heute und tschüss.